Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Eclog. Yay, im letzten Part haben wir mit dem Unfähigen hier zusammen gekämpft. Ja, dreh dich um. Sehr gut gemacht. Brav. Braver Tali. Und jetzt gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir müssen schließlich noch eigentlich trainieren. Hier ist eine Polizeistation, bevor wir gegen den Inselkönig kämpfen. Oder eher die Inselkönigin. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Okay. Zeig, was du drauf hast. Ich bin gespannt. Polizist Greg. Okay. Und er hat einen Fukano. Ich habe ein Wasser-Pokémon vorne, also würde ich sagen, ist alles gut. Und er hat natürlich nur Fukano. So, Blubber. Bitteschön. Viel Spaß damit. Okay. Das macht nicht allzu viel Schaden. Und wir werden es in der nächsten Runde auf jeden Fall besiegen. Dadurch, dass es sich selbst Schaden gemacht hat. Tschüss. Okay. Level up? Okay. Nochmal ein Level up. Aber die Kleinen mit dem niedrigen Level kriegen kein Level up. Das finde ich gut. Ich hätte gern noch vielleicht eine bessere Wasserattacke, bevor wir gegen den nächsten kämpfen. Aber anscheinend nicht. Nicht so wirklich. Hi, du willst nicht kämpfen? Ach du Kacke, ich bin nicht so weit. Oh hier, du willst auch noch kämpfen. Hi, ich bin Miri. Ja. Oh nein, ich habe gar kein Pokémon mehr gegen Wasser-Pokémon. Super. Das ist ja klasse. Gut, dass wir das schon geschafft haben. Ach, du wärst nicht mal ein reines Wasser-Pokémon. Aber du kannst Elektro-Attacken. Ha! Ich bin überfordert. Zu was ich wechseln soll, ehrlich. Hier, bitteschön. Nimm das. Nimm das und töte es nicht. Sogar das blöde Lampi kann bessere Attacken als mein Shilock. Das ist halt echt traurig. Und Ratini kann auch nicht wirklich was Gutes. Hier, Drachenwut, das sollte ein Two-Hit sein. Das kann sogar eine Aquaknarre. Naja, Aquaknarre ist, glaube ich, gleich gut wie Blubber, also ist das egal. Aber den Blubstrahl, den hätte ich auch gern. Okay. So. Tschüss, Lampi. Tschüss. So. Und Level Up hat es nicht ganz gereicht. Aber hier. Evoli, Level 15. Das levelt jetzt schon ganz schön langsam. Will jemand sich entwickeln? Nein? Das ist traurig. Oh, ein Netzball. Willst du kämpfen? Nein? Oh, hier hinten können wir trainieren. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal in die Stadt zum Heilen. Welche Stadt ist das denn? Oh, Zwischensequenz. Ich bin noch nicht bereit zu kämpfen, ne? Oh, das ist... Okay, die hier. Sehr schön. Oh, das sieht aus, als könnten wir da TMs kaufen. Solange ich nicht gegen das Nasknet kämpfen muss, ist alles okay. So. Was habt ihr hier? Was ist das? Eine Lomi-Lomi-Massage. Das lässt sie zutraulicher werden. Nein. Das können wir aber mit unserem Riolu machen. Ha. Bitteschön. Viel Spaß damit. So. Hier, massier es mal. Ich würde das gerne mit angucken. Schade. Darf ich nicht. Na gut. So. Was haben wir hier? Ein Friseur. Egal. Hier haben wir... Komm schon. Komm schon. Ne Wasser. Nein. Und es kostet alles so viel. Dunkelklaue wäre schon cool.
okay, wir haben sie gekauft. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. So, hoffentlich kann jemand lernen. Wenn nicht, dann muss ich weinen gehen. Oh ja. So. Was hast du denn? Was kann ich dafür wegmachen für die Dunkelklaue? Boah, wir müssen schon was anderes als das. Ja gut. Dann packe ich Ruckzucki raus für die Dunkelklaue. Okay. Tschüss Ruckzucki, es tut mir leid. Warum kann ich Pokémon nur 4 Attacken beibringen? Das ist so gemein. Strauchler. Oh, du kannst Strauchler lernen. Das ist bestimmt gut für Gesteins-Pokémon. So, ich glaube, Kratzfurie können wir da guten Gewissens rauswerfen. Viel Spaß mit deinem Strauchler. Warum bin ich rausgegangen? Ich wollte mal alle TMs durchgucken. Nitro-Ladung. Kann keiner lernen. Kraftreserve. Druckschlag, Vertrauenssache und Kraftschub. Na gut. Dann nicht. Da kannst du essen anscheinend. Und hier kann ich meine Pokémon heilen. Und das will ich doch gleich mal tun. So, viel Spaß damit. Unser Team. Von unserem Team ist ein einziges Pokémon bisher weiterentwickelt. Das ist schon irgendwie traurig. Ein bisschen. Diese Musik hier, was war denn das gerade? Toll, dass ich das alles nicht richtig sehen kann, weil die Kameraperspektive so blöd ist. Also ich finde inzwischen, ne, ist Pokémon so dreidimensional, dass man auch die Kamera sollte steuern können, ehrlich gesagt. Weil es stört mich schon manchmal ein bisschen in den Städten, wenn ich nicht das sehen kann, was ich sehen möchte. Gucken wir mal, was die für Klamotten haben. Hi! Was hast du? Was hast du hier? Das sieht doof aus. Ja, wie eine Biene. Legendär. Aha. Beige, rosa. Die sind ja alle langweilig. Aber das von Professor Eich hatte ich schon im letzten Let's Play an. Deswegen müssen wir das eigentlich ändern. Ha. Nimm das mit der Biene. Gibt's noch was? Oh, es gibt noch mehr Hosen. Sport, Rock. Es gibt Röcke. Das sieht aber... Ach du... Das sieht ja toll zu dem Outfit aus. Ich mache deinen schwarzen Rock. Und die roten Schuhe dazu sind der Hammer. Also... Warum habe ich nicht Ja gedrückt? Das ist mir letztes Mal auch schon passiert, ne? Jetzt muss ich hierher laufen. Kleidung anprobieren. So. Wo ist denn das neu? Das Tanktop und dazu den Rock hier. Toll. Das sieht super aus. Findet ihr dich auch, wie super das aussieht? Die roten Schuhe dazu finde ich witzig. Aber die sind auch gelb. Also passt es. Und das Rot passt zu meiner Melonentasche. Ich könnte vielleicht gucken, ob es eine neue Tasche gibt, die vielleicht nicht ganz so melonig ist. Das wäre schön. Es gibt hier neue Taschen. Gucken wir uns mal an. Oh, so ganz normale Taschen gibt es hier. Mit Rüschen. Ja, so wenn dann mit Rüschen, ne? Gibt's sie hier in Rot müssen. Wir passen zu den Schuhen. Kaufen wir die in Rot. Oh, ich habe nicht genug Geld. Ich habe mein ganzes Geld rausgeworfen. Ja, gut. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Ein bisschen, um neues Zeug kaufen zu können. Ich meine, da hinten gibt es noch Trainer. Ist das hier schon die Geist-Insel-Chefin, wie auch immer? Kommt das hier schon? Nein, die ist Gestein, nicht wahr? Das mit dem Geist kommt erst auf der nächsten Insel. Ich bin so verwirrt. Ihr wollt nicht kämpfen. Hey, siehst du mich? Anscheinend nicht.
War ich nicht schon mal auf dem Friedhof? Warum gibt es hier lauter Friedhöfe? Überraschung. Ich wollte gerade die Ruinen des Lebens besichtigen, aber für einen kurzen Kampf ist immer Zeit. Ja, schön. Ich muss meine Pokémon trainieren. Gentleman. Okay. Oh, guck mal, hat er Nachtara. Und ich habe nichts, was ich dagegen einsetzen kann. Oh doch, hey. Probieren wir das mal. Vielleicht macht er die... okay. Es ist nur ein Konfusstrahl. Es ist alles gut. Ich finde es nicht gut, dass ein Nachtara gegen mich kämpft. Ich finde, das sollte jetzt aufhören zu kämpfen. Komm schon, du kommst da durch. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln dann mal. Aber zu wem? Tja, das ist schwierig. Aber ich denke, ich wechsle zu einem Pokémon, das einfach reinhaut und hoffentlich damit genug Schaden macht. Das sollte... Boah, das tat ganz schön weh. Das tat wirklich ganz schön weh. Hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass ich auch noch 3 Level drüber bin? Oh. Das tut nicht ganz schön weh. Ich weiß nicht, was ich gegen dieses Nachtara tun soll, ehrlich. Tja, wenigstens ist es genauso wenig effektiv auf mich. Na dann, werden wir einfach Sandwirbel einsetzen, dass es keine Attacke mehr einsetzen kann und es dann ganz langsam auseinandernehmen. Ganz langsam, aber sicher. So. Und es setzt Finte ein. Natürlich setzt es Finte ein. Das Dumme ist, wenn es so oft Finte einsetzt, kann ich meinen Pokémon nicht richtig auswechseln. Weil ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass es Finte einsetzt beim Wechseln. Nein, Verfolgung. Mist, ich meinte Verfolgung. Aber ich wette, es kann auch Verfolgung. Ich bin heute verwirrt. Mist. Das Nachtara trifft die ganze Zeit, ne? Obwohl ich... Das kann ich nicht riskieren. 2 Attacken in derselben Runde abzukriegen. Hier, du kriegst einen Supertrank. Viel Spaß damit. Wie das aussehen muss. Ich werfe wahrscheinlich immer den Trank gegen mein Pokémon. Der platzt dann so auf und also zumindest sieht so aus hier im Spiel. Tja. Das hier hat auch nur Unlichtattacken. Oh nein, es hat Strauchler. Aber Nachtara ist dafür nicht schwer genug, als dass das wirklich Schaden macht. Na, dann... Oh, das kann ja Aurasphäre. Warum vergesse ich das immer? Okay, ich habe ein Pokémon, das Schaden machen kann. Alles gut. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Für alle, die jetzt gerade schon geweint haben in den Kommentaren. Ich hab's irgendwann auch mitbekommen. So, das macht doch schon besser Schaden. So, nochmal. Das ist gemein, dass sie da Nachtara hinstellen. Wo Nachtara so gut verteidigt. Und das kommt ständig durch. Ich meine, Konfusstrahl hat keine hohe Trefferwahrscheinlichkeit und es kommt trotzdem durch meine ganzen Sandwirbel durch. Das ist halt fies, ne? Oh. Das ist nicht sein Ernst. Gut gemacht. Komm schon, Critis jetzt als Gerechtigkeit. Ach. Wie wär's mal mit der Z-Kraft? Wir probieren mal aus, wie viel der Schaden macht. So. Mein neues Outfit. Jetzt können wir mein neues Outfit bestaunen. Ist das nicht super? Habe ich das nicht schön zusammengestellt? Ja. Nimm deine Kraft zusammen. Attacke! Das Nachtara hat die gleichen Farben wie ich. Finde ich gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, das ist ja auch gelb, schwarz und rot. Oh Mann. Ach, warum bist du denn immer noch verwirrt? 3 Runden schon, so lange. Komm schon, Critis. Oh.
Bitte sei jetzt nicht verwirrt. Bitte, bitte, bitte. Oh. Ja, es geht doch. Dankeschön, Sherlock. Ich hoffe, dass Nachtara gibt auch entsprechend viele XP. Ich habe mir schließlich so viel Mühe gegeben. Level 28. Yay. Und Level 17. Und Level 18 gleich hinterher. Vielleicht entwickelt sich da jetzt gleich noch. Und noch ein Level up. Komm schon, bitte entwickel dich, Riolu. Bitte. Nein. Ah, natürlich entwickelt es sich nicht. Ich muss jetzt aber erstmal heilen gehen. Der Kampf gegen Nachtara war anstrengend. Und ich will nicht lauter Top-Tränke benutzen. Mensch. Wenigstens entwickeln hätte ich es können. Aber nein. Hallo. Ich möchte meine Pokémon heilen. Dankeschön. So, Leute. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Im nächsten Part habe ich dann die Pokémon etwas offscreen gelevelt. Und wir werden dann höchstwahrscheinlich gegen die Inselkönigin kämpfen. Bis dahin, macht's gut. Schaut bei meinem nächsten Video vorbei. Und tschüss.